Ein wunderschön, da bin ich wieder, euer Odin. Oh, ich sehe aus hier, ey. Nee, furchtbar. So, ich habe mir vorgenommen, heute endlich mit meinem Tutorial Schritt für Schritt, Schritt für Schritt anzufangen für Taubaug, weil ich mehrmals darum gebeten wurde, das für Taubaug auch zu machen, wie ich für XMB für eine PS3 gemacht habe. Und da habe ich mir jetzt vorhin noch heute zieht durch, habe ein paar Tage, ein paar Wochen Plan hier drüber gemacht, wie ich es am besten mache. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, wenn ich es einzeln mache, wirklich jeden Schritt für Schritt einzeln, kommt jetzt ein bisschen blöde rüber, weil ich dann immer rauskomme, war ich da jetzt schon und deswegen werde ich das jetzt am Stück durchziehen, werde das hinterher schneiden in mehrere kleinere Parts, damit es nicht zu viel ist, so wie das eine Video. Wann waren das? Einstellungen, das ging ja mit dem Updates und so, das ging ja über eine Stunde und da war ich noch neu, muss ich dazu sagen. Das war Schritt, also war auch Erklärung über Taubaug und so. Plus, da hatte ich es neu, da hatte ich noch nicht die Resonanz von euch, was für Fehler auftreten können. Bei mir waren nicht so wirklich Fehler, eigentlich keiner. Ich habe jetzt nur durch Onkel, durch Crazy und ja, durch euch, die mich gefragt haben, wie kann man das machen, wie kann man jenes machen, mich da noch ein bisschen mehr in die Materie eingefuchst und ihr guckt, was für Fehler auftreten können, wie man diese Fehler vermeiden kann, warum diese Fehler auftreten, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es die Fehler gibt. Und da habe ich mir jetzt entschlossen, jetzt fange ich an, Schritt für Schritt. Und ziehe das wirklich am Stück durch, mache jetzt ein langes Video, ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde, 1, 2 Stunden, und werde das dann in kurze Parts schneiden und dann werde ich die Parts so benennen, wie ich das jetzt mache. Das Anschließen wird nicht mehr mit bei sein, weil Anschließen ist schon mit bei, da ist nicht so wirklich viel zu beachten. Dann habe ich anschließend auch noch mal beim Vergleich und bei der Erklärung vom HDPVR Plus gemacht und also HDPVR Gaming Edition Plus, habe ich dann auch nochmal gezeigt, wie man anschließt und warum und weshalb. Das muss ich jetzt nicht nochmal. Ja, ich will jetzt wirklich einfach nur nochmal, weil viele sagen, werden bestimmt auch sagen, warum jetzt nochmal eine Erklärung, wie man Hauptaug anschließt. Das wird jetzt wirklich ein Schritt für Schritt mit der Resonanz, die ich von euch habe und mit den Informationen, die ich bis jetzt habe, wie man Fehler vermeiden kann, welche Fehler auftreten können und worauf man unbedingt achten muss. Und habe da auch schon ein kleines Video vorbereitet, was ich dann gleich zeigen werde, wenn ihr dann meinen Desktop seht und dann werde ich euch dazu ein bisschen was erklären. Und das läuft dann alles hoffentlich gut ab und ich muss gucken, dass ich dann immer Pause mache, dass ich dann auch was zum Cutten habe. Weil wenn ich das jetzt wirklich nur dit und dit mache, Aufnahme beenden, nochmal eine Aufnahme, nee, da komme ich raus. Dann weiß ich nicht, habe ich das gemacht und so zieht das am Stück durch. Und ich denke mal, das ist die beste Lösung. Und hoffe, euch hilft's, kann euch damit helfen. Und weil ich habe jetzt schon über mehrere Fehlerberichte von euch bekommen. Ich habe schon mehrere Fehlerberichte von euch, Onkel und Crazy bekommen und weiß, wie man diese wegkriegt und warum diese Fehler in dem Augenblick entstehen. Teilweise weiß ich es, teilweise auch nicht. Also ich kann euch da denn nur das sagen, was ich bis jetzt weiß und warum und wie weit bei den anderen Leuten hinbekommen haben. Und da habe ich gedacht, weil viele haben mir gesagt, mach doch noch mal so wirklich Schritt für Schritt mit Fehlerberichten und alle drum und dran, was du jetzt weißt und mach doch mal so richtig Anleitung in kleineren Videos und ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das werde ich jetzt machen und hoffe, euch gefällt's. Hoffe, ich kriege positive Rückantworten von euch. Ich gebe mir große Mühe. Also bis gleich am PC, würde ich sagen. So. Muss mir unbedingt die Leiste hier unten aufmachen. Nicht, dass ihr euch wundert, weil sonst, wenn ich mich nicht sehe, habe ich hier eine Rückmeldung. Ob die Kamera noch geht, ob alles noch ist. So. Das Wichtigste ist, bevor man Hauptaug, also das HDPVR
die Software installiert, die CD mit bei ist. Habe ich die jetzt schon vorbereitet? Ja. Diese hier. Ich weiß jetzt nicht, das ist die vom normalen HDPVR, ist das jetzt die 1.6 Version 1.6 AC3. Kann auch natürlich schon vom neuen sein. Das habe ich jetzt natürlich nicht so im Kopf. Die legen wir jetzt mal ein. So. Und bevor man diese installiert, ist es wichtig, das HDPVR erstmal so anzuschließen, wie ich es euch schon gezeigt habe, an eine Pleise. Und an der Pleise das auch so zu machen, dass man Bild hat. Beziehungsweise HDPVR am PC anschließen. Dafür zeige ich euch jetzt mal ein Video, was ich jetzt nicht mit dem HDPVR jetzt gemacht habe, sondern was ich jetzt mit einem USB-Stick benutze. Wo ich einen USB-Stick die Treiber gelöscht habe, weil ich so viel Treiber-Scheiße drin habe. Und nur für den USB-Stick schnell gefunden habe und HDPVR nicht. Tutorial. So. Deswegen zeige ich euch das mal am besten. So, machen wir mal Pause. Jetzt machen wir das mal kleiner. Oh. Dass man was sieht. So. So, wie ihr seht, ich habe extra markiert. Ich werde das Video, weiß ich nicht, ob ich das. Ich wollte das Video eigentlich einarbeiten, aber das ist zu kurz, da kann man nicht wirklich was zu sagen. Deswegen mache ich das lieber so, dass ich euch das zeige. So, ihr seht jetzt, da ist praktisch der USB-Stick mit einem grünen Haken. Ich habe es mit einem normalen, handelsüblichen USB-Stick gemacht. Habe ich das rausgeschnitten mit dem Software? Ja. So. Da oben seht ihr, dass ein Gerät angeschlossen ist. Und da, dieses Symbol ist wichtig. Wenn ihr das HDPVR anschließt, muss dieses Symbol kommen dafür, dass er Software installiert. So, da. Jetzt habe ich dazu. Da steht dann, da. Das Gerät kann jetzt verwendet werden. Das muss dann danach, nachdem die Software installiert ist. Das dauert beim HDPVR natürlich ein bisschen was länger. So. Und dann kommt dieses Fenster, wenn ihr da draufklickt, wenn er noch am Installieren ist. Das ist jetzt ein USB-Stick. Da ging es relativ schnell. Ist klar. Und das ist der Gerätetreiber-Installation steht oben. Das Gerät kann jetzt verwendet werden. Hier steht USB-Massenspeichergerät, Multiflash, bla bla. Und über einen grünen Haken. Ist beim HDPVR ein bisschen mehr. Beim HDPVR sind es, oh, müsst ihr glühen, über vier Sachen. Vier Sachen. Und bevor ihr überhaupt die Treiber irgendwas installiert, per USB anschließen, dass dies gemacht wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir hatten schon einige, da hat das nicht funktioniert. Da ging das HDPVR mal und mal nicht. Das war bei einem Xbox-Besitzer, war das, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich rausgefunden, dass es ist. Ihr könnt, das sage ich jetzt auch noch dazu, weil der Xbox-Besitzer wusste es auch nicht, kann man ja auch nicht immer wissen. Ihr könnt, das HDPVR muss nicht an USB 2.0 angeschlossen werden. Es kann auch an USB 3.0 angeschlossen werden. Also das ist keine Begrenzung. Irgendwie, wenn ihr nur USB 3.0 Ports habt, klatscht es daran, fertig ist. Also da gibt es keine Bedenken. So. Da zeige ich euch das nochmal. So, genau. Wie gesagt, das sind dann Viere beim HDPVR. Und dann ist das Symbol, was vorher da war, weg. Und nur, dass da Hardware dran ist. Weil vorher diese kleine Vierecke mit, ja, ist nicht mehr da. Das seht ihr ja. So, und das war's, glaube ich, schon. Oder zeigt noch was? Nee. So. War das. Dann. Ja. Installiert ihr die CD. Da geht ihr einfach Doppelklick drauf. Das dauert ein bisschen. Ja, bestimmt gerade mein DVD-Laufwerk, dass es am Rödeln ist. So. Dann kommt das Fenster. Ich mache mal das hier rüber, damit wegen meiner Cam, dann kann ich die rechts rüber machen. Deutsch. Wir sind Deutsch. So. Das Feld mal rüberziehen. So. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Schritt 1, Kabelverbindung überprüfen. Da könnt ihr draufklicken. Dann kommt ein neues Fenster. Dann kommt für Xbox, PC oder Wii U. Kabelverbindung für
PS3 oder ältere Konsolen ohne HDMI kommt da drunter. Habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Klar hat die PS3 HDMI, aber da die PS3 ein Blu-ray-Laufwerk drin hat, wird die, ja, ist eigentlich nur der einzige Grund, hat Sony gesagt, das verschlüsseln wir. Ja, also wenn HDMI, wenn ihr spielt oder Film guckt oder irgendwas und das über HDMI macht, das ausgegebene HDMI-Signal in 1080p der PlayStation ist verschlüsselt. Und deswegen können wir dieses nicht benutzen. Jetzt gehen wir erstmal auf Kabelverbindungen für Xbox 360, PC oder Wii U. So, da sehen wir denn ein schönes Bild. Ich habe auch schon mal mit dem HDPVR mit PC aufgenommen. Mein Gamecheck von diesem Horrorspiel war jetzt, müsst ihr gucken, ist bei Gamercheck dran. So, hier habt ihr die Spielekonsole und dass die mit HDMI-Kabel direkt an den Hauptaugen angeschlossen wird. Dann ein HDMI-Signal. Kabel zum Fernseher und hier ist dieser USB-Kabel, der kommt zum PC bzw. Laptop und hier das ist der Stromkabel, das ist klar. So, dann machen wir das weg. Achso, ja, muss ich wieder neu starten. Ja, machen wir das mal runter. Deutsch. So, Kabelverbindung, PS3. So, bei der PS3 sieht das, wie gesagt, anders aus, aber das zeige ich euch auch genau in einem anderen Video, mit der, wenn ihr das dann anschließt und nicht gleich ein Bild habt, mit der Power-Taste drückt habt. Da müsst ihr euch dann die erste Version angucken. Hier ist die PS3-Konsole. Die PS3-Konsole wird mit einem Komponentenkabel angeschlossen. Hier steht es auch, Komponenten-Videokabel. Das sind Dreie für Bild. Rot, Grün und Blau. Und Rot und Weiß nochmal für Ton. Das kommt an diesen Adapter hier dran und dieser Adapter kommt in diesen AV-In-Eingang, der am HDPVR ist. Dann der USB-Kabel logischerweise zum Laptop, PC und ein HDMI-Kabel zum Fernseher. Das war auch schon. Ach so, hier unten ist zurück. Hier habe ich vorhin ja nicht gesehen, ich Trottel. So, dann geht ihr auf Schritt 2. Also das 1 müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich zeige es aber ausführlich. So. Treiber installieren. Da drückt ihr einfach nur drauf. So, ich mache das jetzt natürlich nicht. Ach, scheiße, fängt er doch gleich an. Fenster schließen. So, Mist. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, welche Treiber-CD das jetzt ist. So. Scheiße. Weil ich ja zwei habe, einmal vom HDPVR Gaming Edition und HDPVR Gaming Edition Plus, Mensch. So. Und dann die Software installieren. Das mache ich jetzt aber wirklich nicht nochmal. Weil, ja, ich habe die Software schon installiert. Bin jetzt echt immer wie habe ich. Muss ich echt überlegen, ob ich die Software, die ich jetzt installiert habe, von 1.6 war das. Na, keine Ahnung. Die Treiber sind ja sowieso immer die gleichen. Aber Software möchte ich jetzt lieber nicht nochmal installieren. Und bei diesen beiden Schritten darf kein Fehler entstehen. Das ist wichtig. Und bei, ich glaube, bei der Treiber-Version, also wenn man die Treiber installiert, öffnet sich anders als bei mir, weil ich schon installiert habe, noch ein kleines Feld, so länglich und so länglich und da ist so ein Lautsprecher abgebildet und dass er dieses hier installiert. Hauptaug HDPVR 2 Gaming. Ach, da ist Plus-Modell. Gut, habe ich Plus-Modell habe ich installiert. Gut. Machen wir mal aktualisieren. Wollen wir denn aktualisieren? So. Ach, ich habe immer noch Gaming. Gut. So. Da steht ja zum Beispiel bei mir, dass ich Hauptaug HDPVR 2 Gaming Plus Modellnummer, was ich installiert habe. Weil ich habe ja jetzt Gaming Plus Modell. Für die anderen, bei den anderen steht dann nur Gaming Edition. Und dann die Modellnummer hinter. Dies ist auch wichtig, dass das drin ist. Das ist der Ton, der von der Playse praktisch
in die Aufnahme reinkommt, was der HDP vorher abgreift. Das ist ganz wichtig. Und diesen Punkt findet ihr, gehen wir mal Schritt für Schritt, gehen wir das hier, Systemsteuerung, so, dort auf System, dort auf Verwaltung, öffnen sich ein paar Felder, wie ihr seht, Computerverwaltung, Doppelklick, so. Wie ihr seht, haben sich jetzt ein paar Felder geöffnet und dort geht ihr auf der linken Seite auf Gerätemanager. So, und dann geht ihr hier oben auf Audio, Video, Gaming Controller. Ja, ich habe hier Cyberlink und E-Software. Also ich habe hier einen Haufen Virtual Cable, Virtual Cable Streaming. Und ja, das ist alles für meine Aufnahmen, weil ich ja alles in jedem, da müsst ihr euch die anderen Videos von mir angucken, dass ihr euren Ton praktisch mit in die Aufnahme macht und nicht zwei separate Spuren und die dann zusammenschneiden müsst und dann das rendern und so. Wir machen alles ohne rendern. Wir quatschen praktisch beim Spiel mit. Wir machen vorher eine Testaufnahme. Das Einzige, was wir machen, den ersten Part müssen wir rendern, weil wir da ein Intro davor klatschen. Alles andere wird dann ungerendert in einer hohen Qualität gleich hochgejagt. So. Wo haben wir denn jetzt? Da. HDPVR und da steht's. Bei euch steht dann, wie gesagt, was anderes. So. Hier ist eigentlich nichts. Entschuldigung. Zu beachten. Das ist halt, wie gesagt, wichtig, dass der diese Audio-Controller installiert. So, wo haben wir denn jetzt? Arcsoft. So. Erarbeitet. Arbeitet und arbeitet und arbeitet. Dauert manchmal etwas länger. Jetzt steht es auf HDMI. Wir stellen es auf den anderen Kabel um. Weil ich jetzt die Software installiert habe, weil die steht normalerweise immer auf HDMI, wenn man es installiert hat. Wie ihr seht, ich spiele gerade. Beziehungsweise ich spiele nicht, ich lasse spielen. Ja, deswegen eine Trophäe. Ja. Okay. So, aber ihr seht, dass ich ein Bild habe. So, dann können wir das wieder schließen. Und wie gesagt, steht immer darauf. So, jetzt gehen wir. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Software installiert. Seht ihr, und deswegen mache ich lieber ein komplettes Video. So, jetzt haben wir die Software installiert. Das wird ein Part werden, weil ich bin jetzt schon bei 13 Minuten.